Unternehmer ist vor 3 Jahren von neuen Gesellschaftern übernommen worden, unter anderem von Ihnen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung? Also insgesamt sehr positiv. Es war erst mal eine Aufgabe, wir mussten modernisieren, restrukturieren, haben jetzt aber eine sehr stabile Gesamtsituation erreicht, die uns erlaubt, wieder in Forschung und Entwicklung zu investieren, in neue Maschinen, in neue Technologien. So ein bisschen investieren Sie auch in Kreativität, denn Sie haben ein sehr auffälliges Standkonzept hier, ne? Ja, das haben wir sehr bewusst gewählt. Uns ist klar, das polarisiert natürlich, wenn man so einen Weg geht und auch im Vergleich, wenn man sich ein bisschen umguckt hier, ist das schon sehr auffällig. Aber eine Messe ist einfach da, um aufzufallen, und deswegen haben wir ganz gezielt diesen Weg gewählt. Road to Success, das ist ja mit Bedacht gewählt, da steckt ja eine Strategie dahinter, oder? Ja, also generell sind wir große Freunde von dem Leitmotiv, das machen wir eigentlich in den meisten Fällen. Das bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten für kreatives Marketing rund um so ein Leitmotiv oder ein Motto. Es verbindet aber auch sehr, sehr schön unser Kerngeschäftsfeld, nämlich die Straße und den Erfolg, den wir gemeinsam mit unseren Kunden haben. Ich glaube, es